Als größte Stadt und wirtschaftliches Zentrum Vietnams ist Ho Chi Minh Stadt ideal mit deutschen Flughäfen verbunden. Der Stadtflughafen in Ho Chi Minh garantiert kurze Transitzeiten ins Zentrum. Vietnam ist heute eine der attraktivsten Alternativen für Investitionen, insbesondere aus Deutschland. Warum ist das so? Vietnam ist ein Land in Südostasien und ist mit 9 weiteren Ländern organisiert in der sogenannten ASEAN Economic Community, einer Wirtschaftszone, die vergleichbar ist mit den 4 Grundfreiheiten, die wir auch aus der Europäischen Union her kennen. Von diesen 4 Ländern wiederum gibt es nur 2, die mit der Europäischen Union ein Freihandelsabkommen abgeschlossen haben. Und das sind hier in der Region Singapur und Vietnam. Und das verdeutlicht einmal mehr den großen Vorteil, den Vietnam heute bietet, das starke Commitment für Freihandel und eben auch die erhöhte Attraktivität dadurch für deutsche Investitionen. Gerade für deutsche Unternehmen bietet Vietnam heute in Asien, würde ich sagen, mit die allerbesten Bedingungen und Voraussetzungen für Produktionsinvestitionen. Wir haben ein Land 95 Millionen Menschen. Wir sind von der Kultur her nicht so unterschiedlich. Und was man gerade in Asien nicht deutlich genug hervorheben kann, wir haben tiefe historische Bezüge. Wir haben heute 120.000 Vietnamesen, die legal in Deutschland leben und arbeiten. Und wir haben weitere 100.000 Vietnamesen, die in Deutschland ausgebildet worden sind, aber hier in Vietnam sind. Und das heißt, wir haben ein ganz, ganz tiefes, auch kulturelles Fundament, was uns verbindet. Deutschland hat hier einen ausgezeichneten Ruf und die Vietnamesen sind sehr, sehr fleißig, sehr, sehr zuverlässig in dem, was sie tun. Und für unsere Deutsche, gerade auch für unsere Geschäftskultur, sehr, sehr zuverlässige Partner. Es gibt Herausforderungen. Die Herausforderung, Vietnam ist immer noch ein sogenanntes Middle-Income-Country. Das heißt, die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur, die Energieinfrastruktur. Wir haben noch eine gewisse Schwäche der vietnamesischen Unternehmen. Wenn Sie also beispielsweise mit vietnamesischen Zulieferern direkt zusammenarbeiten wollen, gibt es diese fertig so in aller Regel nicht. Das heißt, Sie müssen Zeit investieren, vor allem Zeit, manchmal auch ein bisschen Geld, um vietnamesische Zulieferer zu finden und sie entsprechend ihren Qualitätsstandards auch zu entwickeln. Dauert ca. 8 bis 12 Monate nach unserer Erfahrung. Aber wenn Sie diesen Anfangsweg gemacht haben, entwickelt sich in allermeisten Fällen eine sehr zuverlässige, eine sehr nachhaltige Zulieferbeziehung. Unter ihrem alten Namen Saigon, der auch noch heutzutage parallel zu Ho Chi Minh Stadt verwendet wird, war sie bis zum April 1975 Hauptstadt der Republik Vietnam. Die nördlich des Mekong-Deltas gelegene Stadt ist mit ihren 8 Millionen Einwohnern Industriestadt, Verkehrsknoten und Kulturzentrum mit Universitäten, Theatern, Kinos, Museen, Baudenkmälern und Parks. Willkommen bei VRG, Vietnam Rubber Group. Seit ihrer Gründung 2007 investiert, baut und vermarktet Saigon VRG Industrieparks und Infrastrukturen in Vietnam. Huoc Dong bietet den angesiedelten Unternehmen ausreichende Möglichkeiten, bis einschließlich Import und Export, Infrastrukturen und Einrichtungen für Mitarbeiter. Das Leben im Park ist durch wesentliche Infrastrukturen wie Krankenhaus, Schule, Freizeitaktivitäten gesichert. Höchsten Wert wird auf den Umweltschutz gesetzt, um allen Arbeitern eine angenehme und gesunde Atmosphäre bieten zu können.
Der Phuoc Dong Industriepark mit 2850 Hektar ist in zwei Entwicklungsphasen aufgeteilt. Die erste Phase mit über 1000 Hektar ist bereits vollständig in Betrieb. Dies ist der Dong-Kanal, Anschluss zum Zhoudieng-See. Er ist der Hauptlieferant für das Wasser des Industrieparks. Der Zhoudieng-See liefert Wasser für verschiedene Provinzen. Der Dong-Kanal trennt als natürliche Grenze auch die beiden Entwicklungsphasen des Industrieparks. Links die erste Phase und rechts die zweite Phase. Die beiden sind mit den Wohn- und Dienstleistungskomplexen verbunden. Dies ist das potenzielle Fischergelände. Die meisten Kunden setzen auf die Bauerfahrung von VRG und entscheiden sich für eine modular aufgebaute Standardfabrik oder die Build-to-Suit-Lösung, die auf die speziellen Kundenanforderungen angepasst ist. Sie sehen eine Beispielfabrik der chinesischen Firma CC Grass mit der Fläche von 300.000 Quadratmetern, die Kunstrasen herstellen. Die Daining-Provinz, in der sich auch unser Phuoc Dong Industriepark befindet, liegt 90 Kilometer nordwestlich von Ho Chi Minh-Stadt und grenzt an Kambodscha. Sie gliedert sich in die gleichnamige Provinzstadt Daining als Hauptstadt. Mit ihren 150.000 Einwohnern ist die Hauptstadt das kulturelle Zentrum mit vielen Tempeln wie zum Beispiel dem Gao Dai-Tempel und zahlreichen Touristenattraktionen. Die Entscheidung, in Vietnam zu investieren, ist strategisch und zeitlich ideal und schreibt ein weiteres Blatt in der Erfolgsgeschichte der Unternehmensgruppe Fischer.